Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute wieder ein Unpacking für euch und zwar ist endlich, endlich auch meine Fairy Loot im Bermuda-Berlin angekommen. Ja, ich erwähne es ja ab und zu, dass ich immer wahnsinnig viel Pech mit der Post habe, vor allem Sendungen aus dem Ausland und dann ist... Genau, also es handelt sich um die September-Fairy Loot und alle haben die Boxen bekommen und die Sendungsnummern, bei mir kam keine an. Aber das Team war super lieb und nett und ich habe mich gemeldet und dann haben sie halt auch wirklich schnellstmöglich eine neue Box per Express zugesandt und nun ist sie da und ich freue mich riesig. Ich wurde leider schon teilweise gespoilert. Dankeschön. Das ist irgendwie immer was, was nicht so ganz funktioniert. Aber ja, ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich noch nicht alles kenne und deswegen freue ich mich ungemein und wir machen sie auf. Geil. Hier haben wir die Spoilerkarte. Wir versuchen nicht hinten drauf zu gucken. Das Thema war All That Says. Ja, also ich habe nur. Ist immer ganz groß hinten drauf, sodass man es noch nicht sieht. Ich finde schon allein die Karten immer sau cool. Und ich bin so aufgeregt. Gucke weiter. Wir haben eine Kerze. Genau, es ist so. Es wird vorher schon immer, also das Thema von den Monatsboxen der Fairy Loot ist vorher immer schon klar. Und man bekommt auch vorher immer schon so ein paar Tipps, in welche Richtung die Items gehen könnten. Und dieses Mal war es Throne of Glass und Shadowhunters. Mehr kann ich mich gerade nicht erinnern. Also bin ich jetzt auf jeden Fall dadurch drauf gekommen. Aber ja, ich will nicht zu viel. Es ist eine Kerze mit dabei von In the Wick of Time. Und zwar ist es eine High Warlock Kerze. Inspiriert, Magnus Bane. Sandelholz, Lavendel. Riecht aber auf jeden Fall ganz geil. Eine kleine Kerze für meine Sammlung. Ihr seht sie nicht, aber da oben ist ein ganzes Regalfach voll mit Cassandra Clare Büchern. Also, Kerze. Als nächstes ist es ein Magnet. Und super schick. Da würde ich doch mal glatt auf Harry Potter tippen. Super schick. Oh, wie cool. Es ist was, was ich leider schon gesehen habe, aber nichtsdestotrotz freue ich mich trotzdem mega doll. Oh mein Gott, ich habe eine Rattles of Stars, bitte. Und wisst ihr, wann ich die tragen werde? Wenn ich nächsten Monat nach London fliege. Zu der Lesung von Sarah J. Maas. Wie geil. Wir haben heiße Schokolade. Und zwar von Sassy Demigobs. Es ist Camp Half-Blood, also Percy Jackson. Und es ist vegan. Finde ich persönlich auch ziemlich cool. Ist ja nämlich einfach für jeden was. Und wir haben noch einen Beutel. Kann man den so sehen? Doch, den kann man so sehen. Und zwar ist es auch hier Cassandra Clare Clockwork Angel. Diesmal, ja, ist ja quasi die gleiche Reihe, aber ihr wisst, was ich meine. Eine andere Reihe. Wird auch gerade echt ziemlich warm, aber ich ziehe das jetzt durch mit dieser Mütze. Wir haben hier so ein bisschen, einfach mal so ein Packen hochgenommen. Wir haben einmal Tower of Dawn. Das Lesezeichen, wofür es auch zur Lesung nach London geht. Wie für mich gemacht, die Box. Ach, wie süß. Voll cool. Leseprobe, aber halt echt so als kleines Buch gebunden. Und zwar handelt es sich um The Gentleman's Guide to Vice and Virtue. Das ist Kavaliersreise auf Deutsch. Bei den Königskindern erschienen. Und ja, jetzt habe ich schon das nächste gesehen, möchte ich euch noch gar nicht zeigen. Und zwar, oh mein Gott, wir haben zwei Art Prints. Vielleicht erkennt sie ja jetzt schon einer von euch. Bevor wir auf die Spoilerkarte gucken. Ich
Nein, weiß ich nicht. Hier haben wir noch einen wunderschönen Blog. Anything worth doing stars with a bad idea. Allerdings kann ich euch leider auch hier noch nicht so ganz sagen, wozu das gehören soll. Gucken wir uns erstmal das Buch an. Und zwar wieder in dieser super coolen Tasche. Happy Reading extra von der Fairy Loot, wo jedes Mal das Buch drin verpackt ist. Moment. Das ist doch jedes Mal nochmal das Lesezeichen mit dem Motiv von der Spoilerkarte mit dabei. Finde ich immer mega schick, weil es halt auch so hübsch gemacht ist. Dann hier, Find Your Reading Buddies. Gibt es immer so einen kleinen Code mit dabei, über den man mit dem Hashtag suchen könnte, um dann halt sein Reading Buddy zu finden. Erklärt sich ja nur eigentlich selbst. Mega hübsch gemacht. Eine Karte von der Autorin. Vielleicht erkennt ihr es jetzt schon. Und zwar kann man sehen. Zu dunkel. Es ist Evan the Darkest Stars von Heather Fawcett. Ich glaube. Genau, das Buch hatte ich zwar leider auch schon gesehen, kenne es aber halt noch nicht und freue mich mega drauf. Zusätzlich, bin ich nur leider ein bisschen reingeknickt. Gibt es hier auch immer so ein Signed Aufkleber, wie auch immer, den man sich hier schön reinmachen kann und dann hat man halt auch quasi das signierte Buch. Ist halt immer nicht so einfach, alles wirklich von der Autorin signieren zu lassen. So finde ich, ist eine super coole Lösung. Man freut sich. Bestimmt wieder gerade, wenn ich ihn reinklebe. Und das war's. Gehen wir nochmal jetzt offiziell mit der Spoilerkarte durch, damit ihr ja auch wisst, was es wirklich ist, weil ich ja scheinbar nicht so viel Ahnung habe. Genau. Wir hatten die exklusive High Warlock-Kerze von In the Wick of Time, genau, inspiriert bei Magnus Bane von The Mortal Instruments. Hallo, Cheno, Randall. Nein, freue ich mich, genau. Also zum einen hatten wir die Kerze. Und super cool und verantwortlich für meine hübsche Frisur ist auch die Exklusive. Ist halt eigentlich alles immer exklusiv in der Fairy Loot, was halt auch echt cool ist. Natürlich traurig für die, die die Box nicht abbekommen und unbedingt was haben möchten, aber ansonsten halt auch ganz cool. Sorry. Genau, exklusiv die Rattle the Stars Mütze von Reverie and Ink. Okay, kenne ich noch nicht, aber genau, ist inspiriert bei Throne of Glass von beziehungsweise Selina Sarotin. Sarotin, ich habe immer Sarotin im Kopf. Sarotin, Selina Sarotin von Throne of Glass. Ich freue mich mega, finde ich ja mal mega cool. Mega cool. Genau, und dann hatten wir halt auch den exklusiven Beutel von Miss P designed und inspiriert bei Will Herondale from the Infernal Devices. Tschu. So, jetzt sind wir gespannt. Bad Ideas Notepad, Design by Alexis Lampley und inspiriert durch Nikolai Lanzov von der Grisha-Trilogie. Ich habe leider noch nicht gelesen. Aber ich lese gerade das Lied der Krähen. Sau geil, müsst ihr lesen. So, heiße Schokolade. Genau, vegan bei Bronte und Co. Und ist halt inspiriert bei Percy Jackson. Ich hab's gewusst. Ach, wie cool. Hätte ich eigentlich auch drauf kommen können, weil ich schon Lesezeichen davon habe. Genau. Dieser Magnet ist von Ink and Wonder Designs. Da gibt es auch diese schicken Holzlesezeichen. Greife ich schon mal kurz zusammen. Genau, inspiriert bei den Weasley-Zwillingen von Harry Potter. Jetzt kommen wir zu den Atmen. Jetzt hat er ein bisschen gelitten, glaube ich. Aber ich habe ja auch so die Reste bekommen. Genau. Kommen wir zu den Artprints von Taratia.
Genau, sind auch beide exklusiv und das hier ist Caswell Thorn von den Luna Chroniken von Marissa Meyer. Geil, auf jeden Fall sau cool. Kommt auch gleich mit in meine Sammlung. Und alles klar. Die Lila Bard von Shades of Magic, also lila, die vier Farben der Magie von W. Schwab. Ich finde die sau cool. Ich finde die mega hübsch gemacht. Gefällt mir richtig gut. Und die werden auf jeden Fall auch ihren Platz in meinem Regal bekommen. Und natürlich das Herzstück Even the Darkest Stars by Heather Fawcett. Das war's. Meine Fairy Lou. Das Warten hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ich freue mich mega doll. Ich finde den Inhalt klasse. Ich finde die Items so toll. Es hat auf jeden Fall meine Erwartung mal wieder übertroffen. Auf das Buch freue ich mich auch mega doll. Genau, ich habe insgesamt wieder so um die 40 Euro mit Versand bezahlt. Ich finde aber halt, dass man immer mal erwähnen muss, dass man für die deutschen Buchboxen eigentlich regulär 35 Euro mit Versand bezahlt. Und da ist halt einfach nicht so viel drin wegen der Buchpreisbindung und für nur 5 Euro mehr. Also wenn man auf Englisch liest, finde ich, dass sich die Fairy Loot mehr als nur bezahlt macht, weil man so viele tolle Sachen bekommt. Und ich muss euch unbedingt, aber es ist voll gemeint, weil das nächste Thema, die Oktoberbox, ist leider heute ausverkauft worden. Gestern. Video. Jetzt sieht das mal aus. Ja, ist auf jeden Fall, sind die Restboxen auch schon raus. Aber ich freue mich mega doll, dass ich sie bekommen habe. Es wird nämlich auch 2 Bücher geben. In der Novemberbox auch. Könnte ich hier vielleicht auch noch mal ein bisschen? Das war's, meine Fairy Loot. Ich bin, wie schon gesagt, absolut happy. Wie fandet ihr sie? Habt ihr sie vielleicht auch bekommen? Wenn ja, dann wahrscheinlich schon eine Woche vor mir. Yay! Wenn ja, hat sie euch gefallen? Und auch wenn nicht, wenn ihr jetzt so den Inhalt seht und das Preis-Leistungs-Verhältnis kennt, was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Feedback. Und das war's erstmal. Ich freue mich schon auf meine nächste Fairy Loot. Bye!